Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir sind hier wieder bei den Ranglistenspielen und wir starten noch direkt rein. Wir warten gar nicht lange. Wir suchen das Gefecht. Komm, wir können den hier mal, den hatten wir glaube ich in der letzten Folge. Dann wählen wir mal den aus. Die ist aber anders modifiziert, oder? Ne, Laser nicht und Munition nicht. Okay, doch, das ist die Standard, glaube ich. Bin mir eigentlich ganz sicher. Welcher war es denn? Den haben wir jetzt, glaube ich, bekommen, oder? Ne, auch nicht. Ach, keine Ahnung. Irgendeinen haben wir letztens bekommen. Den haben wir zum Beispiel bekommen hier für ja, MVP, ne? Season 2. Genau. Aber ich brauche da nicht irgendwas an der Waffe, was am Rumbaumeln ist, mich nur ablenkt. Ich will ja beim Feind die Bewegung sehen. Oder in der Umgebung, wo ich ja hinschaue, die Bewegung sehen und dann sagen, yo, das... ist nicht als Freund markiert, also ist das ein Feind. Ich halte da alles rein. Ich drücke da ein Magazin in die Richtung, ne? Und gut ist. Das habe ich nicht. Wenn mir die ganze Zeit irgendwas vor der Nase baumelt, das. Nee. Das war auch. Boah, wer hatte das denn zuerst? Ich glaube, Rainbow Six Siege, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, da war das, ne? Bei Rainbow war das als erstes so mit Talisman und. Und das war da schon nicht meins. Und das brauche ich hier auch nicht. Ja, rot-weiß, unauffälliger geht's gar nicht, ne? Damit kann man natürlich den Feind dann nicht identifizieren. Ja, danke, der andere Kollege genauso. Entweder habe ich einen Knick in der Optik oder es ist mega auffällig. Aber gut. Knaggers. Wir müssen verteidigen, ne, wieder mit 30 Leben. Ist einfach mein Lieblingsmodus, ganz ehrlich. Sie nehmen Bravo ein. Boah, Digga. Den habe ich ja fast übersehen, mein Freund. Zweiter ausgeschaltet. Dritter ausgeschaltet. Zurücksetzen. Dann haben die wenigstens nur einen Sektor. Nicht mehr. Noch eine Minute. Keine wenig Munition stand da. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch welche hatten. Hab ich jetzt so schnell nicht drauf achten können, aber wir waren eh tot, also von daher egal. Wir gehen nach Bravo. Bravo ist am gefährdesten. Da ist am meisten gefährdet hier. Denke ich. Scheiße. Kommst du wohl nicht, dass du wegkommst, Alter? For real. Wenn ich auf dich draufhalte, bist du tot. Hast du gar keine Chance. Hast du auch nicht mitzureden? Wenn ich sage nee, dann nee. Der Feind hat kaum noch Verstärkung. Ja, wir haben kurz gewartet. Ne? Jetzt können wir den uns holen. Mensch, ein Scanner! Alter, voll daneben gesammelt die Scheiße. Danke, du hast mich echt gerettet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hätte ich sonst verkackt. Unterwegs. Ha, scheiße, da war noch einer. Den habe ich jetzt nicht raushören können. Vielleicht hatte der auch Totenstille an der zweite. Oder ich habe es einfach nicht gehört.
Auf jeden Fall ärgerlich. Sie nehmen Alpha ein. Immerhin, ein Gebiet haben sie, ne? Und beim zweiten sind sie jetzt auch schon ganz gut dabei. Fuck! Die Verstärkung wird knapp. Der Feind hat keine Verstärkung mehr. 10 Sekunden. Ja, es war wirklich knapp bei dem zweiten. Scheiße. Oder dritten oder vierten, ich weiß nicht wieder, wie viele Kills war, aber sie haben noch zwei Leben. Ja, und wir haben es geschafft. Zeitlimit erreicht. Schön, wenn das so weiterläuft, ne? Das Match lief was länger, ne? Wir hatten sehr viele Fights. Der Gegner hatte auch noch zwei Tickets. Ne? Also zwei lebende Operator. Und das war so ein richtiger Fight, weißt du? Also so, dass es halt auch mal was länger dauert und nicht nur schnell reinrennen, alles gleichzeitig halten, ganz schnell erobern und gewonnen. Ne? Ist zwar mega geil, ne? Und ja, stört mich nicht. Ah, eigentlich. Ah, fuck. Das wollte ich nicht. Hoppala. Aber ist natürlich schöner, wenn du mal so richtig, so einen richtigen Fighter hast. Richtig auf den Gegner draufhältst und so. Ah, fuck. Kurz nicht aufgepasst. Die trauen sich gar nicht, okay? Interessant. Bravo gesichert. Ja, moin. Das letzte Zielobjekt sichern. Rächer. Totenstelle. Die wissen sowieso, dass wir von hier kommen, ne? Aber die wissen nicht, wann genau. Dementsprechend eh mal hier so ein Party-Ding reinsetzen. Verstanden. Phoenix 2-3 ist unterwegs. Angriff erfolgt. Wir erobern Alpha. Nix da. Geh da nicht schreien. Erster. Was? Der zweite Schlag hat uns wirklich erwischt. So eine Scheiße. Aber die Jungs, die leben da noch. Wir haben leider keine Feinde erwischt, so wie es scheint. Bisschen ärgerlich, haben wir uns nur selber zwei Tickets geklaut. Aber mein Gott, wenn wir es halten, halten wir es. Soll mir jetzt nicht stören, ne? Fuck! Wir haben diese Runde gewonnen. Dein Team hat alle Zonen erobert. Sehr schön. 2-0. Junge, 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 Junge. Wäre ich zügiger oder früher losgelaufen, hätte ich den vielleicht auch knüppeln können. Aber ich wusste ja nicht, wie er da steht. Ich wusste ja nicht, dass er dann am Nachladen ist, ne? Und da ist das, wenn man in so einem engen Raum hinter einer Wand wartet. Wäre der jetzt noch ein bisschen weiter gegangen, dann wäre ich natürlich noch langsamer gegangen, weil ich dachte, oh, jetzt, wenn ich einmal reinlaufe, der Feind noch nicht angetroffen wurde, dann muss der Feind ja irgendwo sitzen, ne? Und, oh, nice. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Scharfschützengewehr, tatsächlich. Kämpft der Feind hier mit echt starken Bandagen. Ne, der legt hier richtig los. Ey, junger Mann, wir verlieren den anderen Punkt. Scheiße, du. Da-dum. Oh, Marke. Meine. Ja, Bravo ist verloren. Da brauchen wir uns gar nicht zurückziehen. Ja, okay, da haben wir ein bisschen blöd geschossen. Aber das gleiche mal alles wieder aus. Bei Alpha. Da gehen wir jetzt hin und dann machen wir richtig Ramazamba hier. Fuck. Ja, genau so. So muss das. Wir nehmen Alpha ein. Wir sind in Führung. So. Der Feind greift Alpha an. Feind bei Alpha. Sie nehmen Alpha ein. Sie nehmen Alpha ein. Es wirkt so, ja, wollte ich gerade sagen, als wäre da einer. Ah, scheiße, aber noch einer. Fuck. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe das so gut aufgeräumt mit meinen 21 Abschüssen, ne? 21 Abschüsse, überleg mal. Meine Fresse, du. Das war knapp. Doppelabschuss. Nice.
Okay, die haben gesichert. Das ist natürlich nicht gut. Gepusht und weggemacht. Dem Feind geht die Verstärkung aus. Ha, Marke! Ich höre sie ja. Ach, scheiße, nein, er hat es sogar tatsächlich geschafft. Weiß ja nicht, wie der zielt, aber er hält ja das Ding auf dem Boden gefühlt. Ja, ich dachte, es klappt, ne? Einfach mal überraschen, den Feind. Oh, 11 zu 12. Eine Minute noch. Oh, Junge, das ist richtig knapp, du. Nee, wir haben verloren. Scheiße, du. Fuck, ich hätte da echt nicht sterben dürfen, ne? Da steht der Typ direkt vor uns. Ja, ehrlich, gegen den nicht verloren. Scheiße, das ärgert mich natürlich jetzt extrem. Seitenwechsel. Kontrolle. Das ist natürlich extrem schmerzhaft. Aber mein Gott, dem Feind einen Sieg gönnen ist auch in Ordnung. Die haben ja auch ordentlich gearbeitet. Ey, wir haben 25 Abschüsse, Mann. Ja, moin, Meister. Bam, Junge! Erster Kill. Oh, shit! Wir erobern Bravo. Erster Sektor gesichert. Verstärkung kommt gerade an. Kopfschuss, Bravo gesichert, weiter geht's. Ja, so muss das. Schleichen aktivieren, damit die nicht hören, von wo wir kommen. Ja, jetzt wissen sie es sowieso. Aha, fuck! Zwei dumme ein Gedanke, aber... Er hat's geschafft. Schade, schade. Ich denke, da sitzt einer hinter der Tür und wartet nur ab. Greifen Alpha an. Oh nein! Nein! Ich hab mich so angeschlichen, Mann. Ich hätte ja easy killen können. Ach man, ich dachte, das Spiel gönnt. Ich hab extra geguckt, ist da irgendwo einer? Nein, da ist keiner. Ja dann, Knallgas. Dann mal Rambazamba, du. Aber nö. Spiel sagte nö. Fuck. Er legt sich ganz räudig hin, mein Freund. Ganz, ganz räudig. Ach, scheiße, da steht noch einer. Ich sage mit grün siehst du ihn nicht. Jetzt, gut, an der Stelle vielleicht jetzt mit dem Holz und so siehst du es vielleicht auch nicht. Aber normalerweise nimmst du so ein Rot-Weiß oder so. Das sieht doch jedes Sau, ey. Komm, jetzt aber rein da. Scheiße, warum kommen wir da nicht rein? Ich brauche einen Luftschlag. Schönen Luftschlag. Der soll da rein. Soll mal richtig Rabums machen. Und dann läuft das hier. Hier ist vielleicht... Junge, jetzt müssen wir aber richtig Gas geben, ne? Der Feind hat einen Marschflugplatz. Scheiße! Du hast keine Verstärkung mehr. Ne, das war's. Das ist das 2 zu 2. Das ist verloren. Sag ich dir jetzt schon. Noch 10 Sekunden. Keine Verstärkung, wir können nicht einsteigen. Ja, Mann, schmeiß erstmal noch Granaten. Die von deren 15 Trophies da abgeschossen... Alter, die macht 16 Leben. Du hast richtig gesehen, 16. Alter, jetzt hat der Feind der erste auch 26 Abschüsse. Jetzt haben sie das aber gelernt, du. Junge, Junge, Junge. Scheiße. Boah, bitte lass uns nicht wieder angreifen. Kontrolle. Ja, doch. Ah, fuck. Wenn das gerade schon nicht so lief, ne? Dann warum nicht jetzt? Oh, Feind, close. Unterwegs.
Ich wusste, dass er da sitzt. Die Ecke finde ich so scheiße, ne? Lol. Bravo gesichert. Ja, moin Meister, würde ich sagen. Jetzt einfach rein. Das kriegen die... Ey, Junge, wir haben 2 Minuten noch. Das kriegen die auch nie gehalten, ob wir jetzt irgendwas haben oder nicht. Da war einer. Ja, egal. 2 Stück rausgenommen. 34 Abschüsse. Also mehr als 2 Stück mal eben rausgenommen in dem einen Leben. Ne, unsere Waffen zeigen jetzt nichts an. Dafür haben wir die falschen. Jetzt ist natürlich schade, ne? Wenn wir so viele Kills haben, dann wüsste ich gerne, wie viele... Oh, fuck! Ich konnte einfach nicht sehen. Ich wusste nicht, dass der da sitzt. Aber schön, dass wir so close spawnen hier. Greifen Alpha an. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Wir erobern Alpha. Nö! Mensch, nö! Nö! Ja, merke ich auch! Fuck! Wir gehen nach da jetzt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir genau das da abwenden wollen. Ich will nämlich da alle wegballern. Scheiße, schon wieder gestorben, ey. Kacke! 10 Leben noch! Ich sag dir, die halten das noch. Gar nichts gesehen wegen dem Kackrauch. Boah, Mann, fuck! Letzte Minute, Alter. Wir hatten 2 Minuten für einen Teil. Für einen kleinen Teilsektor. Das war klar, dass er sich traut. Und der andere traut sich auch. Fuck! Mensch, ich hab doch nicht so gut vorgelegt, damit wir das verkacken, Mann. Was macht der eine Junge, der 3 Abschüsse und 3 Eroberungen? Was hast du sonst geleistet? Fuck, Mann! Ach, fuck! Ja, moin, Meister. Ja, war so klar, ne? So ein fucking Marschflugkörper und dann war's das für uns. Junge, nee. Ach, Mensch. Nee, das ist Schmutz, Alter. So zu gewinnen ist einfach Schmutz, Mann. Toll. Super Leistung. Ja. Zweitmeiste Kills, Alter. Ach, fuck. Immerhin da 5 Punkte. Hier auch die 10 Doppelabschüsse auch erreicht. Sehr schön. Degradierungsschutz hat gegriffen. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann würde ich noch sagen, klick mal direkt wieder rein, um mal zu schauen, dass wir das jetzt endlich hinkriegen hier. Wie sieht's hier jetzt aus? Ja, wir haben die Stufe 11 erreicht. Das bedeutet, aufgestürzt, geht in den Modus leider nicht. Also war es das hier dann schon wieder. Das Ding müssen wir so dringend spielen, damit wir den hier endlich mal freischalten. Den finde ich nämlich eigentlich ganz interessant. Und klar, das Sturmgewehr ist mit Sicherheit auch mega. Ja, die MP ist ja auch schon ganz lustig. Haben wir das Sturmgewehr eigentlich zur Verfügung? Gegen was tauschen wir das denn? Haha. Gegen irgendein Scheißding. Komm, tauschen wir gegen den hier. Sturmgewehre. Nein, haben wir natürlich hier nicht als Auswahl. Option. Ach, Kontrolle. Oh, nee, da will ich schon wieder nicht mehr. Da habe ich schon keinen Bock mehr, Alter.
Ich mag Kontrolle einfach. Ich mag. Nee. Schon wieder? Also ich mag's ja, ne? Aber so jede Runde dasselbe und immer wieder dieselben zwei Karten. Das ist halt scheiße, ne? Also ich muss sagen, ich mag die Karte eigentlich, ne? Solange das beides außen ist und nicht der eine hier drin, dann hasse ich sie. Weil ich innen drin diesen Miniraum nicht mag. Ich kann ihn einfach nicht leiden. So, es geht jeden Moment los. Na, wir haben wieder unsere goldene X12 und unsere MX9. 9, ne? Ja, MX9. Wir gehen natürlich wieder hoch, wie immer. Alles wie gehabt, da ändert sich hier nichts dran. Komm, der zeigt sich doch mit Sicherheit. Ach, scheiße, das Gebiet ist weiß. Das heißt, der ist schon lange wieder weg. Das war dumm. Münze, Münze! Zwei Münzen, nice. Drei Münzen, nein. Wir erobern B. Nice. Wir erobern B. Flinke Hände aktiviert. Wir erobern B. 30 Schuss mehr nicht. Ist natürlich sehr schlecht, ne? Deswegen neue Waffe. Sichern will ich hier gar nicht. Das sollen die Kollegen machen. Fuck. Ja, ich hab's gehört. Ich dachte, ich krieg den, der anrennt, weg. Ne? Das hätte ja schon gereicht. Also viel Munition hatte ich nicht. Es war nicht mehr meine eigene Waffe. Und. Ne? Da sammeln sich halt so die ein oder anderen Gründe. Oh, da war was. Fuck. Rücke vor. Ah, fuck. Er wusste es. War klar. Tja. Alter, 10 Sekunden. Ja, wir müssen auf A gehen. Ganz, ganz dringend. Ja, das war's. Alle Mates sind tot, so wie ich das sehe. Der Punkt hier war gerade eingenommen. Wir erobern A. Ah, fuck! Nee, der Mage stirbt auch. Fuck, und dann ist die Zeit abgelaufen. Ah! Das ist der Kollege, den ich rausgenommen hat, ne? Kann ich nicht verstehen. Der schießt und schießt und schießt und schießt. Und bevor der mich so tödlich getroffen hat, hat der auch schon ein paar Schuss rausgedrückt, ne? Dass der da nichts macht dann. Ey, guck mal, der Kollege hier, der spielt mit der Flinte, ey. Mit der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann bleibt fast die Hälfte des Teams noch eine halbe Ewigkeit stehen. Wir waren auch noch was länger da, aber... Hier wurde alles geplündert. Haben Feindkontakt bei Alpha. Wir sind in Führung. Hä? Fuck! Oh, fuck, ich hab's fast nicht gesehen. Ich habe es fast nicht gesehen, muss ich gestehen. Hätte der keinen weißen Pulli, hätte ich auch nicht gewusst, was ich machen soll. Bist du blöd? Ob du blöd bist, habe ich gefragt. Der Feind greift Alpha an. Jungs, ihr kriegt mit drei Leuten nicht einen Punkt gehalten. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Hat er gut gemacht, muss ich gestehen, ja. Alter, sie haben es echt verloren. Scheiße, Mann. Ob ihr blöd seid. Alter. Haben Feindkontakt bei Bravo. Sie nehmen B ein. Ha, jetzt kommt er von hinten, natürlich. Weißt du, dann, wenn ich mal was anderes zum Beschießen habe.
Ah, jetzt kriegen die B wieder. Nee, nee, nee. So war das alles nicht geplant. Die nehmen B ein. Das hab ich so nicht erlaubt. Das war alles so nicht abgesprochen, du. Ihr seid solche Pflaumen irgendwie, ne? Statt hierfür. Komm, schnell, zack, 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 zurücksetzen. Perfekt. Ja, okay, da ich da sterbe, na, ist halt so, ne? Kann passieren. Lass mal halt mal nicht schneller ist als der Feind. Neun Abschüsse. Neun Abschüsse. Dem Feind geht die Verstärkung aus. Ja, besser ist das. Der Feind greift Bravo an. Besser ist das. Ich würde nie da pushen, wenn es nicht sein muss. Fuck, 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 fuck. Doppelabschuss. Noch gerade eben geschafft. Hab ich doch gehört, dass da was kommt. Noch eine Minute. Rücke vor. Unterwegs. Verstärkung wird knapp. Ey, ich war drauf. Ich war verdammt nochmal drauf. Hat er einfach besser getroffen, muss ich gestehen. Ne? Ist dann halt leider so. Aber guck mal, solange wir immer wieder zurücksetzen können, noch einen Kill, dann haben die nur noch jeder ein Leben. Genau, jetzt hat jeder nur noch ein Leben von denen. Ja, davon haben wir eins rausgenommen. Oh, komm, er hat so lange gewartet. Dein Ernst? Das ist schon hart mies. Das ist schon hart mies. Jo, geil. Alle vier sind tot. Bringt nichts, verloren. Weil halt alle zu weit weg waren. Fuck. Sonst hätten wir es geschafft, ne? Es war unfassbar knapp, muss man sagen. Das ist ekelhaft, Alter. Das war der Siegesmove. Weil wir einfach nicht mehr schnell genug rankamen. Obwohl, gut, hinten saß noch einer, aber den hätte ich ja wegbekommen. Von dem wusste ich ja. Nur der von hinten, ja, super. Ne? Tja, so ist das. Nun gehen wir in den Angriff. Standard vorgehen. Da muss schon irgendwo einer drin sitzen. So, Starter, erster Abschuss. Das heißt, wir haben schon hier einen im Plus. Wir erobern A. Wir greifen Alpha vor. Ach, fuck. Er hat dieselbe Waffe, aber er liegt. Das heißt, er ist bedeutend präziser. Er kann viel längere Feuerstöße nehmen. Ah, ne, wir haben die Waffe hier gehabt, ne? Der andere hat auch noch die bessere Waffe. Die, wenn er noch einen Langlauf drauf hat, Junge, dann ist sowieso verkackt für uns. Aber 43 Meter Weitabschuss, sehr schön. Haben wir trotzdem gemacht hier. Ach, zwei Stück, die sich hinter der LKW verstecken. Ja, scheiße doch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, wir haben 0 Punkte, ne? Aber wir haben schon einen Punkt eingenommen. Den zweiten jetzt noch und dann haben wir's. Naja, so der Plan zumindest, ne? Okay, ich weiß, wo die so sitzen. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ah, scheiße, ja, wir wurden getroffen, wir haben gezuckt und das war nicht wirklich möglich, da noch was rauszuholen. Ah, es wird eng, eine Minute, ne? Wir haben die Führung verloren. Ah, schon scheiße eng. Letzte Minute.
Plan B. Ich deck den ganzen Scheiß jetzt mal. Fuck, keine Munition mehr. Perfekt. Geschafft. Macht euch bereit für die nächste. 2 zu 1 gegen uns. Nicht mehr 2 zu 0. Ah, schön gemacht. Ich glaube nicht, dass das jetzt besser laufen wird, weil die Feinde haben einfach alle mehr Kills als wir. Außer ich. Ich habe am meisten. Aber die anderen Mates im Durchschnitt haben halt einfach mehr. Ja, also die feindlichen Mates, meine ich. Leider nicht wir. Unterwegs. Die nehmen P ein. Von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten. Von da wollte ich kommen. So. Mensch, ich will die neuen entfernen, die Scheißteile. Er hat sich einfach halt wieder hingelegt, ne? Oh, hier ist auch, glaube ich, richtig mies. Der kommt safe, wenn dann von da. Letzten 30 Sekunden. Feind bei Alpha. Sie nehmen A ein. Sie werden safe Bravo versuchen. Hätte ich jetzt echt gedacht. Aha, tatsächlich nicht. Mann, Jungs, haltet doch Alpha! Wir haben nur noch ein Ziel. Scheiße, wir haben A verloren. Eine Minute haben sie jetzt. Sie nehmen B. Fuck, die hat nur noch 20 Sekunden eigentlich. Das tut weh. Die Waffe gebraucht, ich habe keine Munition mehr, um ehrlich zu sein. Da muss noch irgendwo einer sein. Ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Ach, scheiße. Ja, den haben wir nicht mehr halten können. Aber ich denke, ich habe erstmal freigeräumt und genug Zeit geschaffen, damit unsere Jungs es halten. Und wenn die sich jetzt alle wegballern lassen, ne, dann bin ich einfach nur sauer. Also wenn wir jetzt zu viert gegen vier das nicht halten können, ne, Verteidigung hast du eigentlich immer die bessere Stellung, wenn du denn weißt, dich zu positionieren und wenn du hier auch mal reingehst, um das wieder runterzudrücken, den Fortschritt. Na klar, weil sonst irgendwann führt der Feind halt. Fuck. Direkt. 10 Sekunden. Sturmgewehr hier. Der Feind hat keine Verstärkung mehr. Nice, geschafft. Woo. 2 zu 2, jetzt entscheidet es sich. Wir haben noch einen Luftschlag. Sehr schön. Ja, läuft doch. Ich denke mal, wir sind auch bestimmt gut mit der Stufe nach oben gegangen. Bei der Bewaffnung. Seht nicht. 14 von 20. Ja, wir müssen angreifen. Jetzt müssen wir aber auch wirklich schaffen. Ja, komm. Das machen wir jetzt.
Machen wir einmal noch rund und dann läuft es. Wir können nicht schon wieder verlieren, das geht einfach nicht. Guck mal, wir machen mehr Kills als die Feinde, die ersten beiden. Ah, fuck, den unten habe ich nicht als Feind erkannt. Scheiße! Ich habe das so gut gemacht, den oberen weggenommen. Ich wollte eigentlich noch überlegen, dem seins zu bestätigen, dass der Feind weg ist, ne, damit er es weiß. Aber war einfach kacke gemacht, muss ich sagen, ne. So, der Kollege hier, der nimmt... Ja, machen wir hier weiter. Ja, Versuch war wert, bevor wir nachladen müssen. Ne, deswegen... Ich hätte einfach um den Zaun rumlaufen müssen. Dann hätte er mich erstmal suchen müssen. Oha! Kollege von uns hat eine 5er Abschussserie. Nice! Wir greifen Alpha an. Wir erobern A. Sauber, sauber. Ich wusste es nur, weil der Boden rot wurde. Ach komm! Verbündeter Marschflugkörper. Scheiße! Wir haben es, glaube ich, nicht ganz gepackt, oder? Nee. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, als wäre ich der Einzige, der jetzt einen Sektor hier irgendwie vorangebracht hätte. Das war lächerlich, Alter. Wenn die Kollegen nichts gemacht haben. Also mal wirklich nichts. Er weiß es. Wir greifen Bravo an. Wir erobern A. Ach, scheiße. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, das schaffen wir nicht. Okay, nächster Sektor. Ja, komm. Gas geben. Gibt alle Gas auf A, dann kann ich mich jetzt auf B drücken. Wir erobern B. Doch noch geschafft, sehr schön. Schön, unsere Kollegen halten. Dem Feind geht die Verstärkung aus. Wir greifen Alpha an. B gesichert. Fuck, geht nicht. Noch ein Zielobjekt übrig. Über uns? Wir attackieren Alpha. Haben wir geschafft. Geil. Geil, wir haben einen Sieg. Ja, Mann. Meiste Abschlüsse. Meiste Punkte. So muss das. Geil, wir haben wieder endlich mal einen Sieg. Ach, da bin ich glücklich, du. Da bin ich richtig glücklich, du. Haben uns, denke ich, auch verdient mit den vielen Abschüssen, die wir hier gemacht haben. Zudem, wie wir sehen, haben wir auch den meisten Schaden. Also, das heißt, die meisten Abschüsse, die meisten Punkte, den meisten Schaden. Nur halt nicht die meisten Eroberungen, aber mein Gott. Oh, da ist kein Adler mehr, da ist ein Wolf. Aha, seit wann das denn? Habe ich das vorhin übersehen oder? Und auch die letzten Folgen übersehen oder? Ist das jetzt irgendwie neu? Kann ja nicht, ist ja immer noch erstes Abteil, ne? Hier Stufe 1, sag ich mal. Aber wir sind Rang 11. Sehe ich das richtig? Ja. Ah, da kommt das her, okay. Hier ist ein Adler. Erst ist eine Schlange, dann kommt ein Adler. Dann kommt ein Wolf, dann ein Bär. Ich würde einfach mal sagen, ein Bär. Würde ich ganz vorsichtig sagen. Und dann ein Krokodil oder Alligator oder wie auch immer. Dann ein Hai, würde ich sagen. Ein Affe und ja, Nashorn, ne? Löwe, Drache und das war's dann. Und dementsprechend hier kriegst du dann halt auch Drache, ne? So, ja, aber davon abgesehen, wir haben jetzt in dieser Season auch schon wieder drei Siege. Ne, sind hier halt wieder weiter, müssen weitere 5 Siege haben, um dann hier wieder die nächste Stufe zu erreichen, ne? Aber das kennen wir ja schon alles. Schauen wir im Battle Pass nach. Ja, geil. Moin Meister, wir haben den ersten Sektor fertig. Ne, hier haben wir nicht. Aber... Ne, das muss ich sehen, das muss ich... Okay, hier haben wir noch nichts und da haben wir noch nichts.
automatisch machen wir mal... Nee, ich will... Mensch. Okay, das nicht draufklicken, sondern V aus. Denn ich will entscheiden, über welchen Weg wir gehen, ne? Ich möchte mir jetzt nicht sagen, bitte geh einfach diesen Weg hier und hol uns irgendeine Waffe, sondern lieber hier und hol uns hier die richtige. Ist zwar vielleicht eine große Optik, aber immerhin Profi, ne? Gehen wir hier lieber hier den Weg. Finde ich einfach schöner. Und, ja. Ich würde sagen, wir haben schon 5%, aber gut, da ist nicht viel, ne? Aber immerhin, wir haben den ersten Sektor, wir haben hier die erste Waffe, die wir uns auch mal im normalen Modus angucken können. Den müssen wir dafür ja betreten. Ah, sind wir zu weit rausgegangen. So, reicht schon. So, dann suchen wir mal, für welche Waffe war denn das Ding? Kampfgewehr, oder nicht? Ja, tatsächlich, da ist sie. Ja, moin. Sehr schön. Dann haben wir hierfür auch mal ein Setup. Ob es schön ist, gut ist, weiß ich nicht. Müssen wir testen. Aber was wir auch noch mal machen können, da gehen wir lieber wieder in den Modus. Hier, Ranglistenspiel. Damit wir nur die Waffen angezeigt kriegen, die wir hier haben. Dann sehen wir das schneller und dann brauchen wir die nicht raussuchen. Das haben wir ja fertig gehabt. Schon länger. Ja, hier, na klar, aufgeschützt geht nicht. Aber Stufe 16. Wir müssten jetzt 14 oder 15 sein. 15 sind wir. Ja, da oben sehen wir es auch. 15, ne? Gefällt mir. Das bedeutet dann ja dementsprechend noch eine Stufe und dann haben wir die hier freigeschaltet, so insofern, dass wir sie abschießen können. Ne, 30 Abschüsse im Ducken, das kriegen wir, denke ich, hin. Dann haben wir auch diese Tarnung hier, dann fehlt uns nur noch das hier, das können wir dann einmal, sag ich mal, da spielen wir zwei Runden die Waffe auf Shipment oder irgendwie anders, ne, in einem normalen Modus, in Team Deathmatch oder so und dann kriegen wir es auch irgendwie zusammen, da können wir ja drauf abzielen. Und ja, dann werden wir dann auch hier bei Gold. Und dann wären wir hier dann bei der dritten von 8 MPs. Die andere war ja auch schon fast so weit, ne? Dann wären wir bei der vierten von 8. Dann haben wir schon die Hälfte. Und das hört sich gar nicht mal schlecht an, denke ich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier bei Modern Warfare 2 in der nächsten Folge wieder.